Hallo ihr Lieben, unser Retreat ist vorbei und es waren wirklich so intensive, wundervolle Stunden und Tage und ganz, ganz viele tolle Teilnehmer. Es war wirklich ein Traum. Wir haben es sehr genossen und sind jetzt auch endlich so weit, dass unser E-Book rauskommen kann. Also es ist jetzt schon veröffentlicht. Alle unsere ganz, ganz leckeren Rohkostrezepte, aber auch vegane gekochte Rezepte. Also wir veröffentlichen jetzt zum ersten Mal auch Kochrezepte. Richtig tolle Sachen, alles, was man vielleicht auch mal auf Kindergeburtstagen, an Weihnachten machen kann. Das meiste ist roh, sehr, sehr nährstoffhaltig, sehr, sehr gesund, glutenfrei bis auf, glaube ich, ein oder zwei Rezepte, zuckerfrei und ganz, ganz viele leckere Alternativen für Zucker und auch Alternativen für tierhaltige Produkte, Lebensmittel und Speisen, wie zum Beispiel Currywurst und Kartoffelsalat und kleine Schnitzel. Und es gibt einfach ganz viel, was ihr mit euren Kindern jetzt ausprobieren könnt. Und ich bin total aufgeregt, weil ja, irgendwo sind wir im Herzen ja Idealisten und Weltverbesserer. Und es liegt uns so sehr am Herzen, dass die Kinder dieser Welt gesund aufwachsen und dieser Planeten irgendwie erhalten wird, weil er ist so wunderschön. Und wir haben die Chance, jeder für sich und jeder in seiner Familie etwas zu tun, um einfach gesünder und auch umweltfreundlicher zu leben. Wir erzählen euch jetzt noch ein bisschen, warum wir es so wichtig finden, vegan zu sein und wie es jetzt auch weitergeht in den nächsten Wochen, weil wir wollen ein paar Challenges starten. Wir freuen uns aber mega, wenn ihr mit uns kommuniziert. Auch von mir, hallo, und ich freue mich riesig, dass das E-Book draußen ist. Es war sehr, sehr viel Arbeit. Und ich freue mich sehr, dass das jetzt quasi auf PDF da ist. Wir würden es gern irgendwann drucken. Das kommt bestimmt noch in Zukunft. Wir werden es sehen. Jetzt ist es auf jeden Fall als PDF draußen. Ich möchte euch heute gerne sagen, warum Veganer eben keine Verschwörungstheoretiker sind. Warum sie nicht irgendwelche Hippies sind, die an dem Straßenrand stehen und sagen, das ist schlecht, das ist böse. Sondern, dass sie einfach nur Realisten sind und die Welt klar sehen. Ich habe mir mal hergenommen, und das habe ich auch nur ganz kurz gemacht, und ich will es auch nur euch nur kurz mitgeben, und habe mir die Ziele der Vereinten Nationen angeschaut. Und da nehme ich einfach einmal drei her und sage euch einfach kurz, diese Ziele wollen die Vereinten Nationen gemeinsam sozusagen bis Jahr 2020, 2030 und so weiter vollziehen. Und ich sage, theoretisch und auch praktisch ist es jetzt schon möglich, heute direkt an diesem Tag einige dieser Ziele umzusetzen. Ich nehme einfach nur mal den Welthunger. Den wollen sie bis 2030, glaube ich, komplett eliminieren. Das wäre heute theoretisch schon möglich. Klar, es dauert vielleicht noch ein paar Wochen, bis sich das umstellt, aber theoretisch, wenn jeder jetzt vegan leben würde und darauf achten würde, was er isst, wäre es jetzt schon machbar. Denn die Kinder in der dritten Welt, und das muss ziemlich klar, müsst ihr euch das vorstellen, die Kinder in der dritten Welt, die Hunger leiden, dort wächst das Tierfutter. Also in Südamerika, in Afrika wächst Tierfutter zuhauf, Soja, das wird alles für Tiere angebaut, das wird in die Tiere reingepumpt, und damit wir dann, oder ihr oder die Welt da draußen eben Fleisch hat zum Essen. Das könnten wir, indem wir vegan leben, einfach stoppen. Ein nächster Punkt wäre zum Beispiel der Klimawandel. Da gibt es Studien darüber, dass Flugzeug, Auto und Mensch allein nur 5% des Klimawandels ausmachen. Dagegen machen Tiere fast 50% aus. Es ist enorm viel. Dafür, dass da draußen auf dem Teller ein Schnitzel liegen kann, wird so, so viel Gift in die Atmosphäre reingeblasen. Denkt mal darüber nach. Ja, und ein dritter Punkt ist ganz klar, das Ökosystem soll bis 2030 geschützt werden, verbessert werden. Der Umweltschutz soll in den Vordergrund rücken. Dschungel, Wüsten, Wälder sollen einfach wieder in den Fokus geraten, damit das wirklich natürlich bleibt. Und was wäre da nicht besser, als vegan zu leben? Ich sage euch jetzt auch warum. Es ist nämlich so, dass fast ein Drittel der Landfläche, der bewohnbaren Landfläche dieser Erde, also Wasser ausgenommen und das Eis ausgenommen, die bewohnbare Landfläche, ein Drittel nur mit Tieren belegt ist oder mit der Nahrung für Tiere, also den Anbau von Soja und so weiter. Es wird ja so, so viel gerodet, der ganze Dschungel wird gerodet und so weiter. Wäre das weg, könnte wieder ein anständiges Ökosystem entstehen. Ich möchte noch ein Wort dazu sagen, dass Veganer fast schon Verschwörungstheoretiker sind und an jeder Ecke stehen und dir dein Essen madig machen wollen. Veganer sind nichts als Realisten, denn sie haben erkannt in der Theorie, dass in der Praxis was falsch läuft, und sie ändern es. Sie nehmen quasi Verantwortung. Vegan oder eine pflanzliche Ernährung muss überhaupt kein Dogma sein. Und es muss auch keine Pflicht sein, dass du immer nur so isst und wenn du die 100% nicht erreichst, bist du falsch. Es bedeutet, dass du etwas erkannt hast und dass du einen Weg gehst, der praktisch ist und nicht nur theoretisch irgendwas dahergequatscht.
Und es ist völlig egal, wie viel vegan du isst. Wenn du erkannt hast, dass es eine Notwendigkeit ist, in diese Richtung zu gehen, bist du auf dem richtigen Weg. Ich möchte gern kurz in diesem Video noch einen Satz zu Protein sagen. Protein, alle Aminosäuren, aus denen Proteine gebaut werden, kommen aus Pflanzen. Kein einziges aus Tier. Das musst du dir immer bewusst machen. Wenn du jetzt sagst, nein, ich kriege mein Protein aus Tieren, dann hast du vergessen, dass dieses Tier Pflanzen gegessen hat. Und daraus hat es seine Aminosäuren gebaut. Auch Tiere, die Fleisch essen, also fleischfressende Tiere, essen Tiere, die Pflanzen gegessen haben. Es ist und bleibt die Wahrheit, dass Proteine, Aminosäuren aus Pflanzen kommen. So, jetzt nach den ganzen Fakten habt ihr natürlich die Birne total voll und es raucht. Wir wollen euch noch kurz erzählen, wie wir es tatsächlich praktisch machen. Also ich bin seit 11 Jahren vegan, Katrin auch schon seit vielen Jahren. Ne? Stimmt. 6 Jahren, ja. Ja. Und die Clara seit Geburt an. Und letztendlich ist es so, wir haben gesagt, also ich war immer der Überzeugung, dass wenn wir die ersten 3-4 Jahre, bis sie versteht, was dahinter ist, eben über ihre Ernährung bestimmen und danach kann sie selber entscheiden. Es war ja schon bei uns schon mal so, dass sie an einem Eis geleckt hat, da war Milch drin, das wissen wir. Oder einen Keks gegessen hat, da war auch wahrscheinlich Milch, genau. Oder was, Ei mit drin. In den Momenten haben wir aber einfach gedacht, wenn ich sie jetzt schocke und hingehe und sage, das darfst du nicht essen, um Gottes Willen, das ist ganz schlecht, dann ist dieser Schock und dieses Drama, was da entsteht, viel größer als das eigentliche, wenn sie da jetzt das kurz isst. Genau. Und wir wissen ja, dass wir das nicht wollen. Und letztendlich können wir jetzt schon mit ihr so reden, sie ist jetzt 3 Jahre alt, können wir jetzt schon mit ihr so reden, dass sie schon ungefähr versteht. Genau, und wie alle Kinder liebt sie Tiere natürlich total, wirklich sehr, sehr gerne. Liebt Schweine, liebt Kühe und Schafe. Und sie versteht wirklich jetzt den Zusammenhang. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass Kinder diesen Zusammenhang verstehen. Und dass wir einfach Kindern diesen Weg ebnen. Und später können sie natürlich selber entscheiden. Es sollte aber alles mit ganz, ganz viel Freude sein, weil dieser psychologische Aspekt, wie du ja schon gesagt hast, spielt auch eine gewaltige Rolle. Kinder sollen Freude in Ernährung haben und auch nicht gesundes Essen mit irgendwas, Verzicht, Verbot, Zwanghaften kombinieren, sondern Clara darf im Prinzip alles. Wir erklären ihr aber, warum es so wichtig ist, vegan zu leben, warum es uns so wichtig ist, gesund zu leben. Das versteht sie nach mehr und mehr. Und wir haben einfach Spaß an unserem Essen und es schmeckt uns einfach allen so, so gut. Und das Wichtige ist natürlich auch, dass wir ihren Geschmack jetzt in diesen jungen Jahren formen. Das haben wir mit der Beikost schon begonnen. Sie liebt zum Beispiel Avocados über alles. Was hat sie am Anfang schon viel gegessen? Oder Bananen oder sie liebt Buchweizen, auch sie isst gekeimten Buchweizen und das formt sich natürlich in den ersten Jahren und wenn wir nicht so viel industriell verarbeitete Nahrung, darum geht es auch in unserem E-Book, das ist uns wichtig, dass alles natürlich, selbstgemacht, frisch, vollwertig ist, dann formen wir diesen Geschmack und dann werden Kinder vielleicht irgendwann mal eine rebellische Phase haben und ausprobieren. Oh. Streich ich raus. Aber sie werden immer darauf zurückkommen, dass natürlich gesunde Ernährung das Wichtigste ist, womit wir uns auch richtig gut fühlen und wirklich Spaß am Leben haben einfach. Genau. In diesem Sinne bleibt einfach nur zu sagen, wir werden jetzt demnächst immer ganz viele Familien-Challenges starten. Das heißt, dass wir mit Familien zusammen, mit unserer Familie, mit Familien, die wir kennen und die da draußen noch mitmachen möchten, über Instagram in Verbindung treten wollen und mit euch sozusagen in Verbindung treten wollen und zusammen vielleicht mal eine Woche oder einen Tag vegan ausprobieren wollen. Und dazu sind alle aufgerufen, die eben jetzt da mitmachen wollen, die sich angesprochen fühlen, die sagen, ja komm, in unserem Leben muss ich auch mal ein bisschen was ändern. Ich möchte mal zumindest einen Tag mal ein bisschen vegan essen, vielleicht mal merken, wie es mir damit geht, diesen Drive und ausprobieren. Die Teilnehmer unserer Retreats hier auf Teneriffa sagen immer nach alle, ausnahmslos nach der Woche, ich fühle mich besser. Ich hatte kaum Hunger, ich hatte nicht Gelüste, so wie man das vielleicht zu Hause hat. Mir geht's super, ich fühle mich wohl. Und das ist das, was wir erzielen wollen, hier bei den Retreats natürlich, aber auch über das E-Book. Und wenn ihr einen Tag nach dem E-Book kocht, dann seid ihr satt und dann seid ihr gesund und dann seid ihr glücklich. Kommt ihr wieder richtig ins Strahlen, habt wieder einfach Freude am Leben, könnt wieder lachen und darum geht es ja auch, dass unsere Kinder vor allem auch gesund sind. Und ich glaube, diese ganzen angeblichen Krankheiten wie ADHS, das ist einfach ernährungsbedingt auch und natürlich auch was Lifestyle angeht. Kinder müssen viel raus in die Natur und sich ein bisschen austoben dürfen. Und ich denke einfach, dass eine Ernährung einfach ein guter Start ist in ein gesünderes und wirklich ausgeglicheneres Leben für uns als Eltern und für unsere Kinder. Und es dauert eine gewisse Zeit, dass vielleicht Kinder, die nur gewisse Nahrung gewohnt sind, umstellen. Aber mit der Zeit, so circa nach 10 Tagen, brauchen wir diese stark gesalzenen Mahlzeiten nicht mehr. Wir brauchen auch nicht mehr raffinierter Zucker. Also wenn das aus dem System raus ist, hört auch irgendwann das Verlangen danach auf. Also probiert einfach viele Rezepte mit euren Kindern auf und stellt nach und nach auf etwas gesündere, vollwertige Ernährung. Und ihr werdet sehen, in allen Bereichen wird sich das auszahlen. Also nicht nur in Gesundheit und Lebensfreude, sondern einfach, ja, in allen Bereichen einfach das Leben kriegt man zurückgeschenkt. Und ja,
Wir werden bald weiter berichten, wie es jetzt weitergeht. Wir sind jetzt mit Dinos Diary noch unterwegs und werden auch da vegan kochen für unsere Kleinen. Also berichten wir darüber. Was ich euch noch ans Herz legen kann, und das lege ich euch wirklich ans Herz, weil ich das selber sehr, sehr gut finde, ist der Veganer Familienkongress. Der fängt jetzt wieder am 8. März an, also morgen. Guckt da auf jeden Fall rein. Da ist so viel über Ernährung drin, über Kinder auch. Mhm. Da sind so viele Sprecher, die Erfahrung damit haben, nicht nur wir. Bleibt auch bei uns mit dabei. Wir sind auch als Sprecher mit dabei. Guckt immer wieder mit rein. Und wenn ihr sagen wollt, ja, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das machen will, aber ich habe schon den Drang, das zu machen, guckt auf jeden Fall in diesen Kongress mit rein. Wir machen es unten in die Infobox, den Link mit rein. Und wenn ihr jetzt an Challenges Interesse habt und mitmachen wollt, dann schreibt uns auf jeden Fall auf Instagram oder hier unten drunter, wie ihr euch vorstellen könnt, vielleicht mal eine Woche mitzumachen oder einen Tag oder wie es bei euch so aussieht. Würde mich super interessieren. Genau, und wenn ihr trotz der Hinweise im E-Book trotzdem noch Fragen zur Ernährung habt, schreibt uns gerne auch privat. Wir geben euch gerne noch Antworten oder veröffentlichen die auch in Videoform. Also, ich glaube, wir haben alles, oder? Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ganz liebe Grüße an eure Kinder, an die ganze Familie, und startet noch heute ganz gesund in ein neues Leben. Tschüss. Und falls du jetzt fragst, Moment mal, jetzt hast du von einem E-Book geredet, ganz neu, kommt hier raus und du weißt gar nicht, wo das zu finden ist, schau einfach in die Infobox, da gibt es das auf jeden Fall. Oder komm auf unsere Seite www.veganfeeling.de. Ja. Und schau da vorbei.